Das Baustoffrecyclingzentrum EBIREC in Rümlang ist eine Aufbereitungsanlage für Betonabbruch mit integrierter Betonproduktion. Die Anlage verfügt über zwei Mischtürme, Nord und Süd. Durch die eigene Aufbereitungsanlage können hochwertige Sekundärrohstoffe aus dem Betonrückbau gewonnen werden, ganz im Zeichen der zirkulären Bauwirtschaft. Die Aufbereitung und der Mischturm Nord sind seit 1999 in Betrieb und feiern dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. 25 Jahre Betonproduktion mit gleichzeitiger Komponentenproduktion hinterlassen Spuren. Auch die technologische Entwicklung ist massiv fortgeschritten. Und aus diesem Grund haben wir das Projekt für die Modernisierung des EBIREC ins Leben gerufen. Die kurze Zeitspanne vom 20.12.23 bis am 15.01.24 für die Inbetriebnahme der Dossierstrasse wie auch im Turm Süd haben die grösste Herausforderung dargestellt. Parallel dazu sind in der Anlage Nord alle Bauteile oberhalb des Mischers ausgetauscht worden, sodass die ganze Produktionsleistung des ganzen Turms verbessert werden konnte. Die Anlage ist vollumfänglich modernisiert worden. Das heisst, Elektroinstallationen sind grossflächig durch die Firma Etavis erneuert worden. Die Schaltschränke und die Werksteuerung ist durch das AS1 von der Firma Amann ersetzt und das ganze Netzwerk innerhalb des Werks mit Glasfaser neu ausgebaut worden. Zudem ist die ganze Auftragsabwicklung mit dem elektronischen Lieferschein vereinfacht und verbessert worden. Für die ganze Modernisierung der Anlagensteuerung im EBIREC sind wir als Firma Amann verantwortlich gewesen. Die grosse Herausforderung in diesem Projekt ist die unglaubliche Komplexität von Mechanik und auch von Verfahrenstechnik. Die ist weltweit einzigartig. Die hohen Ansprüche der Firma Eberhard sind für uns von Anfang an im Zentrum gestanden. Zahlreiche Innovationen konnten für dieses Projekt entwickelt und umgesetzt werden, damit die hohen Qualitätsansprüche gewährleistet werden können. Die neue AS1-Version V6 mit der neuen Bedienoberfläche eignet sich hervorragend zum Visualisieren von diesen komplexen Abläufen. Mit der neuen Steuerung hat man nicht nur die Abläufe optimieren können, sondern auch die Arbeit des Mischmeisters erheblich erleichtert. Der Endzeitplan für den Umbau und die Betriebnahme dieses Projekts hat alle Amann-Mitarbeiter vor grossen Herausforderungen gestellt. Die haben sie aber mit Bravour bestanden. Unsere Hauptaufgaben im Steuerungsersatz des EBIREC, die wir im September starten dürfen, waren die Ausverkabelung, die UKV-Installationen und die Vorbereitung im Dosierkeller. Weitere Hauptaufgaben, die Demontage von gewissen Anlageteilen, damit wir wieder können, zwischen Weihnachten und Neujahr oder im neuen Jahr die Kabel einziehen, die für den neuen Steuerungsteil sind. Im Anschluss Feldgeräteleitungen, feldgeräteseitig neu anschliessen und ganz zum Schluss, wenn alle Anlageteile laufen, kommt natürlich noch die Demontage, die nicht fehlen darf. Personalrekrutierungen für die Arbeiten über die Viertigen wie auch für Spitzenzeit im Januar mit 20 Mitarbeitern war eine Challenge für uns. Unser Projektleiter, der während zwei Monaten intensiv komplett vor Ort war und das stetig mit unseren Bauleitern koordiniert hat, da hat es eine sehr enge Zusammenarbeit gebraucht. Die äußeren Einflüsse haben es nicht viel einfacher gemacht und der laufende Betrieb hat auch noch eine gewisse Herausforderung für uns dargestellt. Ein paar technische Facts zum Projekt. Wir haben ca. 30 km Starkstromleitungen und weitere 4 km Schwachstromleitungen verlegt. Ja, zu dem, dann hast du genug. Und den lasse ich aber die Seitenwand wegen der Stabilität. Genau, und dann kannst du so einen schönen Boden. Die demontierten Kabel haben wir der Firma Eberhard zu Recyclingzweck abgegeben. Die alten Steuerungsteile, die noch können wiederverwertet werden können, haben wir ebenfalls der Firma Eberhard abgegeben. Die werden für einen möglichen Reuse-Prozess verwendet. Die gesamte Anlage ist seit dem 12.02.2024 wieder in Betrieb
Und das nach nicht einmal 2 Monaten Umbauzeit. Das Ganze nicht zu vergessen zwischen Weihnachten und Neujahr. Durch die professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Amann und Etavis und uns hat das Projekt in dieser Umbauzeit realisiert werden. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal allen Involvierten.